herzlich willkommen. Eine Runde mit Zomboid, mit dem großartigen Johannes. Und mit Zombie-Chef Dennis. Zombie-Chef. Cooler Titel. Denn du hast das Ganze ja schon mal gespielt. Genau. Noch nicht ausführlich, Zomboid. Aber... Nee, das stimmt. Ich beobachte das eine ganze Weile, weil ich finde es super spannend, aber es ist noch Alpha. Das heißt, das Spiel ist noch nicht draußen. Early Access kann man sich bei Steam besorgen, 15 Euro. Ja. Und es ist aber noch so eine Alpha, dass ich eigentlich noch gar nicht richtig spielen will. Ich warte dann lieber, bis es fertig ist und es werden auch ständig neue Versionen natürlich released, wo dann was Neues kommt. Und ich habe es vor langer Zeit mal ausprobiert, aber auch nur so für ein Stündchen. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal zurückkommen, gucken, wie weit das ist. Wann hast du es ausprobiert? Also das wie lange ist das her? War ein halbes Jahr. Also ein halbes Jahr, dann müsste jetzt ja schon einiges passiert sein in der Zeit, ne? Denke ich auch. Hoffen wir mal, dass es da jetzt was Neues gibt. Indie-Entwickler sind ja sehr, sehr... Aber wusstest du, dass... also das kommt von Entwicklern, die heißen, glaube ich, Indie-Stone oder so. Und nicht Stone, sondern ja. Stone. Und den wurden... Also einem der Mitarbeiter wurde das Notebook geklaut oder gleich zwei aus der Wohnung. Und auf diesem Notebook war Code mit von Project Zomboid drauf. Wichtiger. Okay. Oh. Und der war dann weg. 2011. Oh. Wurden tatsächlich bestohlen, Einbrecher, und deswegen haben sie so einen kleinen Setback bekommen. Also sind ein bisschen zurückgesetzt worden, wie sagt man. Aber ja, sie wurden zurückgeworfen. Genau. Aber ich meine, die haben wirklich den Code nur auf dem Laptop. Ich weiß, verstehe ich das jetzt richtig? Und haben das nicht irgendwo gesaved in der Firma, auf dem Server oder was weiß ich irgendwo? Ey, keine Ahnung, es ist so ähnlich wie... Ich habe auch meine Kreditkarte dabei und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, ey, scheiße, die tut mal zu Hause bei dir einen Schreibtisch, die musst du nicht immer dabei haben. Und trotzdem habe ich sie immer dabei. Ja. Vielleicht so eine Geschichte. Ja, ist auf jeden Fall schon so ein bisschen so fast traurig-romantisch. Ja, ist das ja irgendwie. Traurig-romantisch. Passt gut zum Spiel, denn Zombies haben ja auch mal was Romantisches, finde ich. Ja, das Hintergrundbild, das sieht auch schon so ein bisschen... genau, traurig-romantisch. Passt eigentlich auf jede Situation. Echt. In diesem Spiel hier. Ist perfekt. Du siehst, wir haben drei verschiedene Modi, von denen Sandkasten relativ selbsterklärend ist. Da kannst du machen, was du willst. Ne? Mhm. Last Stand, weiß ich ehrlich gesagt. Ah doch, Last Stand ist so ein quasi Szenario. Da bist du nur in einem Haus, glaube ich, habe ich nie ausprobiert, und kämpfst gegen Wellen von Zombies. So, so hört sich das ja an, ne? Ja, Last genau. Stand, als wenn du halt so lange durchhalten müsstest, wie du kannst. Indie-Game-typisch, hast du auch ein paar Mods. Ich weiß nicht, inwieweit die schon aktiv sind da und ob die Szene da schon was programmiert, ich schätze mal schon, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir kümmern uns gleich um Survival, gehen vorher noch in die Optionen, um kurz zu checken, was da geht. So ein paar Tastenbelegungen, ne? Denn das Ganze wird mit Tastatur und Maus gespielt. Wir spielen gleich ISO-Perspektive, von oben schräg, sieht aus wie Jack the Lions, sage ich immer. Aber wir laufen mit WASD und benutzen nur Gegenstände mit der Maus. Das ist so ein bisschen, hat mich am Anfang gewundert. So, das sind die Einstellungen, nicht viel, aber einiges. Survival. Und zwei verschiedene Städte werden hier simuliert. Welche soll ich nehmen? West Point, Kentucky. Small place, filled with good people. Ja, nimm mal West Point. West Point ist doch die berühmte Militärakademie, oder was? Das weiß ich gar nicht. In West Point ist doch diese große amerikanische Militärakademie. Das ist so ein Riesending da. Die ganzen hohen Generäle und so, die haben immer West Point-Abschluss. Kommt doch in jedem Hollywood-Film vor, irgendwie. Okay. So, wir heißen Johansel. Der ist gar nicht schlecht. Und Nachname Mac Derbo. Na, da ist jetzt aber noch ein Semikolon dazwischen. Oh, du hast gute Augen. Geschlecht nehmen wir hier. Ah! Doch, das geht doch. Ja, aber jetzt hat er wieder den Namen. Wie hießen wir mit Nachnamen? Schon wieder vergessen. McDerbo. McDerbo. Okay, Geschlecht ist cool, so sehen wir aus. Können wir hier ein bisschen drehen, den Typen. Ne? Du siehst schon, was das gleich grafisch für ein Feuerwerk wird. Das ist Körpertyp kann man noch nichts machen, glaube ich. Haartyp ist noch zu alpha. Ist okay. Bart ist alles zu alpha. Tatsächlich, das ist wirklich so, da ist vieles noch nicht drin. Und hier, geiler Bildschirm, oder ein paar geile Attribute, Eigenschaften. Erstmal links gucken, Beruf. Wachmann, und wenn wir drüber hovern, kommt so eine kleine, wo ist die Beschreibung? Da, Nachteule, rechts ist die Beschreibung. Oder nicht, was meinst du? Ach, ist da gar keine Beschreibung, war ja nicht früher eine Beschreibung? Ja, okay, man sieht es rechts, verändern sich so die Starteigenschaften. Der Axtmann. Genau, Axt, Feuerwehr, Polizei, kann gut schießen, Wildhüter, ist so Naturbursche. Da kann man, glaube ich, rüber hovern, oder? Ja. Schlechtes Wetter hat keinen Einfluss, zusätzliche Orientierungsfähigkeit. Mhm. Bauarbeiter kann ganz gut bauen, ist klar, ne? Und ein Wachmann, der ist eine Nachteule, kann wahrscheinlich nachts gut gucken. Nee, und dann braucht wenig Schlaf. Ah, okay.
Und bleibt extrem aufmerksam, sogar im Schlaf. Er ist so ein bisschen wie Leon, der Profi. Ja, der genau. So im Sitzen schläft, mit der Pistole auf dem Tisch. Wieder. Der lief letztens wieder. Das ist so ein grandioser Film. Der ist echt super. Was nehmen wir jetzt hier? Also ich bin ja immer so für Scharfschützen. Also ich würde Polizeibeamter sagen, aber Bauarbeiter finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber einfach nur, weil es ein Bauarbeiter ist, weil der da so raussticht. Ah, okay. Alle anderen sind irgendwelche Offiziellen, die haben irgendwie alles ein Abzeichen und er ist Bauarbeiter. Okay. In dem Spiel geht es ja darum, möglichst lange zu überleben und nicht möglichst viele Zombies zu töten. Eigentlich geht es eher darum, möglichst wenig Zombies aufmerksam zu machen. Das resultiert nämlich in einem längeren Leben. Ja. Und deswegen ist vielleicht Scharfschütze jetzt etwas, wo ich sagen würde, hey, das brauche ich nicht so oft. Ja. Aber mich verschanzen in meinem Haus, das mache ich in Project Summer häufig. Deswegen also dann brauchst du den Bauarbeiter doch wohl, echt. Genau, und jetzt können wir hier noch, du siehst hier, verbleibende Punkte 0. Hm. Wir könnten jetzt uns aber, du siehst, hier sind auch negative. Und es ist so klein, dass ich es fast nicht lesen kann. Wir können zum Beispiel jetzt leicht aufbrausend sein und kriegen dafür 4 Punkte, die wir hier aus den positiven Fähigkeiten wieder ausgleichen können. Wird schnell wütend. Das ist trifft auf mich zum Beispiel zu. Da haben wir noch eine negative, die wir nehmen können. Gesunder Appetit. Fällt dir was auf? Agoraphobisch. Oder gebrechlich. Wird im Freien panisch. Ja. Gebrechlich. Erholt sich langsamer von schlechter Übergewichtig. Laune. Übergewichtig ist doch auch geil. Okay, sind wir haben so einen fetten, cholerischen Bauarbeiter. Ja, also ein fetter Bauarbeiter. Aber das gleichen wir jetzt aus. Wir haben jetzt 7 Pluspunkte. Ja. Ach so, und dann können wir das quasi auf 0 bringen. Mhm. Ah, aber jetzt verstehe ich das. Gutes Hörvermögen, stämmig, lucky. Sometimes things just go your way. Das ja, warum ist das denn Deutsch und Englisch gemischt? Das ist so Alpha, ne? Das ist. Das hängt mit Steam zusammen, glaube ich. Ja? Hat Steam das automatisch übersetzt? War das ursprünglich mal Englisch? Was ja, meinst du kannst ja in Steam, wenn du mit rechts kannst ja die Sprache wählen. Ja, genau. Und mein Steam ist leider automatisch auf Deutsch gestellt, deswegen versucht es, glaube ich, Deutsch zu machen, aber es ist wahrscheinlich noch nicht alles übersetzt, deswegen wird der Rest Englisch bleiben. Was ich auch geil finde, Gewohnheitstrinker ist ein Plus. Wird nicht so leicht getrunken. Also wenn du Alkoholiker bist in dem Spiel, dann ist das ein großes Plus. Finde ich nicht schlecht. Nehmen wir den Gewohnheitstrinker, komm. Ja, das ist. Ich überlege gerade, wie das sein kann. Okay, Gewohnheitstrinker. Und Lucky finde ich auch ganz gut. Noch einen Vierer brauchen wir, ja. Genau, weil der ist auch 4. Ja. Es sind natürlich alle geil, aber wir verbringen schon wieder viel zu viel Zeit hier am Anfang. Ich will immer schnell einsteigen ins Spiel bei sowas. Ja, das ist. Also gut zu customizen macht ja Sinn, ne? Ja. Ich verbringe auch, wenn ich zu Hause bin, bei solchen Charaktererstellungsbildschirmen am Anfang den ganzen Abend. Hm. Ich fange erst am nächsten Tag an zu zocken, aber erstmal den ganzen Abend mit diesem Bildschirm. Oh, dann hast du wahrscheinlich auch sehr gerne Fallout gespielt immer, oder? Oh ja, Fallout. Oh, fand ich das gut, wie du da reingeboren wurdest in Fallout 3. Ja. Das gab's noch nie. Das war der Hammer. Alter Schwede. Wie du echt wirklich von der Geburt an angefangen hast. Ja. Und dann die Geburtstagsparty im Vault drin und so. Ja, das war der Hammer. Ah, oh, war das gut. Mhm. New Vegas war ein super Spiel auch. Das nach 50 Stunden ist mein Speicherstand kaputt gegangen, weil da ja diesen Speicherbug gab. Das hatte ich auch. Ja? Wo du dann den Quick Save und den normalen Save nicht mehr gebrauchen konntest und dann quasi nochmal von vorne anfangen durftest. Ja. Das hatte ich auch. Das machst du bei Fallout nach 50 Stunden natürlich. Das machst du nicht. Seitdem habe ich nie wieder Fallout New Vegas gespielt. Ich auch nicht. Es ist zum Kotzen. Ja. Eigentlich müsste ich da hier die Jungs verklagen. So. Das stimmt. Aber jetzt spielen wir ja Zomboid. Genau, hier ein kleines Tutorial, das überspringen wir. Was war dieser lustige Waschbär? Ist das so dein... Das ist der, wie die Büroklammer das ist deine Büro. Ich wollte es gerade sagen, das ist deine Büroklammer am Rand. Okay, ich habe es gerade selber vergessen. Nicht mit der Maus steuern, wie jeder wahrscheinlich erstmal intuitiv macht. Funktioniert nicht. Jeder Diablo-Spieler würde jetzt klingen. Genau, wir machen das hier mit WASD. Und du bist da nach oben rum nackt. Oder wie ist das? Ja, ja. Es ist, du siehst ja, draußen grünes Gras, wahrscheinlich spielt es in den USA irgendwo südlich, das ist wahrscheinlich schon warm. Ja, West Point, ne? Haben wir doch gesagt, ja, oder? Stimmt. Hatten wir. So, und jetzt kann ich hier reinklicken. Okay, da ist nichts. Oh, guck mal, da ist Stuff. Er hat so schön den Brustbär erstmal präsentiert, er da. Fertig Popcorn. Weiter kann ich nicht reinzoomen, aber ich kann noch raus. Ui. Ja. Diese Sichtlinie, das ist so ein bisschen wie bei Commandos, ne? Hatten wir heute schon drüber gesprochen. Ja, finde ich das super. Finde ich super sowas. Ja. Guck mal, bevor wir jetzt hier die Eines durchgehen, ich geh mal raus, wenn wir ein bisschen hier einen Überblick kriegen. Ja. Oh, da stehen sie schon. Oh, 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 oh. Das sind doch Stinker. Das sind Stinker, absolut. Es ist 10 Uhr morgens. Da ist ein Hydrant, den sieht man noch so. Ja, der 10 Uhr morgens. Ja, ja. Schön ruhig sein. Ich könnte jetzt auch sprinten, aber das mache ich nicht. Weil oh, da sind noch mehr. Da liegt auch noch einer. Ja. Aber das sind so die Romero-Zombies, ne? Die sind langsam. Und die kommen dann auch so richtig so an, oder was? So. Okay.
Die sind das. Die mag ich auch ein bisschen lieber als diese Terror-Zombies, die du aus die 28 Days Later genau, und sowas, ne? Neumodischen Filmen, die die Zombies nochmal revolutionieren wollten, kennst. Oder aus Left 4 Dead. Da finde ich Terror-Zombies aber gut, weil Left 4 Dead wäre ein bisschen dröge mit langsamen Zombies. Ja gut, weil du sonst ja auch einfach nur alles abschnetzeln würdest und dich würde keiner aufhalten. Guck mal, die Tür ist zu. Hört man? Ich probiere mal das Fenster aufzumachen. Ach, das war gerade dieses Rüttelgeräusch? Genau. Es dauert ein bisschen, es ist schwer. Es ist auch immer unterschiedlich, wie lange das dauert, von Fenster zu Fenster. Vielleicht kriege ich es auch gar nicht auf, oder? Er sieht gerade so ein bisschen aus, als würde er Luftgitarre spielen, oder nicht? Ja, ne? Der geht gerade richtig ab, der Bursche. Okay, das Fenster scheint echt gut verriegelt. Ich probiere mal hier. Dabei ist das so ein Bauarbeiter, Junge, der wird das doch aufkriegen. Ja, ne? Wieso kriegt ich könnte es jetzt auch einschlagen. Oh, ich hab's aufgekriegt. Ja. Und rechts oben ist gleich ein Item wie bei den Icon, wie bei den Sims gekommen. Hohe Anstrengung. Ja. Du kannst kaum rennen. Also ich bin jetzt aus der Puste. Okay. Jetzt mal mit Rechtsklick durchklettern. Nicht drin. Haus. Und jetzt lootest du da quasi. Ja, wobei, das Ding ist. Aber du bist erstmal da sicher, ne? Ja, genau, ich bin erstmal sicher. Wozu looten, wenn ich überall zu Hause bin? Es gibt. Also, ja doch, looten macht auch schon Sinn, aber du kannst auch nicht so viel tragen. Ich kann mich jetzt hier schon direkt vollpacken, aber dann merke ich schon nach 10 Metern wieder, dass ich total überladen bin. Eigentlich ist es gut, immer sehr leicht beladen zu sein. Ja, aber ich dachte, du kannst da ja auf jeden Fall mal zum Beispiel nach einer Machete suchen oder einer Knarre oder was weiß ich. Irgendwie. Das stimmt natürlich. Und vielleicht fressen wir jetzt mal ein bisschen Rettich. Ja. Siehst du, und zack, sind jetzt gleich viel besser, etwas gesättigt. So, irgendwie ist es ganz gut. Ich gehe nochmal hier gucken kurz. Das ist unser Buddy. Okay. Alles cool, der Balken ist da, Status, okay. Hier sind unsere Skills, die gibt's auch. Recht klein, ich tue sie mal die gibt's mit. Aber noch nicht, also die sind ja noch nicht da. Doch, ja, die müssen wir aber erst ausbilden selber. Wir müssen ein bisschen laufen und so, dann kriegen wir hier auf Sprinten was, ne? Oder ein bisschen Schießen, kriegen wir was auf Zielen, das ist ganz klar. Das muss man nicht erklären. Ja. Tischlerei, Kochen und Landwirtschaft kannst du auch. 27 sind wir. Ja. Johansel McDerbo. So. Junger Bursche. Unser Inventory übrigens, ne? Wir haben nur Schuhe und eine Hose, mehr nicht. So, von innen geht's auf. Oh, da steht schon der nächste. Und der versucht auch das Fenster aufzubrechen. Mit dem Kopf. Und man hört es sogar. Dieser Dumpf. Ja. Und so ein bisschen, also wirklich an Glas, ne? Hörst du so ein Geräusch? So bumm. Stimmt, so dumpf. Und wenn ich jetzt hier eine Basis aufschlagen würde, würde ich ihn zum Beispiel erst umhauen, weil er lockt so lange. Hast du gesehen, er hier? Sich kurz bewegt. Er lockt auch mit dem Sound hier andere Zombies an, glaube ich. Ach, das heißt, Geräusche machen die auf dich aufmerksam, oder was? Mhm. Oh, was bedeutet das? Ich bin etwas panisch, so viele Zombies hier. Es ist auch wirklich für ein Anfangsgebiet hier gerade echt eine Menge los. Wie nah darfst du denn an die rangehen, damit die dich bemerken? Das werden wir gleich feststellen. Ich gehe mal hier nach Osten, ja? Da sind gerade keine. Da ist ja unser Haus, ne, wo wir gestartet sind. Genau, da sind wir gestartet. Gehen wir mal davon aus, dass es genau unser Heim war, das wir jetzt erstmal verlassen. Ich lasse die Tür offen, denn wissen wir, da haben wir gewohnt. Gibt es eine Map oder so? Gibt es irgendwie eine Karte, wo du... Ich drück mal auf M. Oder nee. Tab. Nee. Nee. Sehe ich gerade nicht. Kann sein, dass es eine gibt. Mhm. Aber habe ich jetzt nicht... Ach, guck mal, überall... Oh, ist jetzt bin ich gerannt, jetzt hat er mich gehört gleich. Deswegen, nicht an den Bäumen hängen bleiben. Ich brauche erstmal eine Waffe, Alter. Jetzt ist wieder was passiert oben. Was bedeutet das? Ich bin durstig, glaube ich. Oh, nee. Man hört sie auch schon stöhnen. Oh, er wühlt im Müll. Oh nein, Scheiße. Er kommt uns auch hinterher. Okay. Ich gehe erstmal hier. Ich muss irgendwas... Oh geil, die Tür ist offen. Das... Schon mal. Kannst du dich wieder zumachen? Ja. Oh ja. Oh Scheiße. Der Bengel da vorne, der hat irgendwie ein kleines Problem. Ja. Oh, das ist der uns verfolgt hat. Gell? Jetzt müssen wir kurz ruhig sein, ob er an der Tür klopft. Oh ja, hörst du? Er klopft dagegen. Ja. Jetzt müssen wir hier schnell raus, weil er sonst bald drin ist. Und mal schnell durchsuchen. Was haben wir hier? Wir haben Durst. Das heißt, ich trinke erstmal kurz schnell aus dem Waschbecken hier. Geht's uns wieder besser. Und ziehen uns eine Banane rein. Ah, wo kriegen wir eine Waffe her? Hier können auch immer zufällig noch Zombies drin sein. Baseballschläger. Echt? Alter, du bringst so ein Glück. In beide Hände nehmen wir den. Zack, aufgehoben und jetzt rüstet er ihn nochmal aus. Oh yes.
zieh doch mal einen Rock an. Aber was soll da noch, ein Gürtel? Pullover. Du kannst doch einen Pullover anziehen. Ja. Das bringt uns doch bestimmt was, wenn wir was anhaben, oder nicht? Probieren wir mal. Zack, so. Jetzt sehen wir cool aus. Wir nehmen jetzt auch mal so einen Laken mit. Laken sind ganz interessant, weil, gehen wir mal ins Inventar, da können wir dann zu Bandagen zerreißen. Ah. Oder ein Lakenseil herstellen. Das heißt, wenn du dich mal oben irgendwo verschanzt hier, die haben ja meistens mehrere Stockwerke, diese Häuser. Ja. Dann, kannst du dich abseilen, wenn Zombies von unten kommen? Wahrscheinlich. Und hier auch, siehst du, da ist ein Vorhang vor. Hm. Nee, sah nur so aus. Aber... Ah! Nein! Kannst du den verprügeln jetzt? Ja, ich versuch's ja! Oh ja. Ja, haben wir den noch. Klatsch! Jawoll! Die kann man nicht looten. Das gibt's nicht hier. Vielleicht den einfach nicht. Vorhang vor, ne? So, ja. Hallo. Und aus diesem Laken, was ich mitgenommen habe, kannst du halt nicht nur die Sachen, die wir gerade gesehen haben, machen, sondern auch zum Beispiel Fenster verhängen. Hm. Weil wenn du dein Licht hast, zieht das natürlich Zombies an. Und wenn du übernachtest, siehst nichts, willst du Licht anmachen, musst du erst Vorhänge an die Wand machen. Okay. An die Fenster. Und das ist ganz interessant. Weil irgendwie, wo kam der denn jetzt her? Um die Ecke. Oh, jetzt habe ich sie ein bisschen aufgescheucht. Jetzt musst du den gleich auch noch umbringen, der da kommt. Ach nee, der ist stehen geblieben unten. Oh, schön den Kopf zermatscht. Okay, guck mal, und hier ist Panik. Na, also das geht nicht einfach so an mir vorbei. Ist überhitzt. Guck mal, das war eine doofe Idee mit dem Pullover. Den zerreißen wir zu den Bandagen. So. Denn weil das ist jetzt derbe heiß. Deshalb die Abkühlung ist ganz cool. Wobei, jetzt sind wir ein bisschen klamm. Da können wir uns dann erkälten, da geht uns auch nicht gut. Ich geh mal hier. Na, wobei, jetzt können wir mit der Waffe können wir halt auch überall hin. Ein bisschen abchecken. Und Waffen sind relativ selten, oder was meintest du jetzt eben? Dass wir so Glück hatten, dass wir den Basie gefunden haben. Ja, eigentlich muss man, also als ich gespielt hatte, musste ich echt erstmal irgendwie einen Schuppen finden oder sowas, wo ich dann eine Axt gefunden habe. Eine Axt liegt jetzt auch nicht einfach so im Nachttischschrank oder sowas. Ja, aber der war wohl ein sehr sicherheitsbewusster amerikanischer Staatsbürger. Mhm. Kann ja auch sein, dass sie das jetzt auch ein bisschen verändert haben, dass die Waffen häufiger vorkommen. Hm. Aber die sind schon rar. Du bist halt wirklich immer pfeifst auf dem letzten Loch normalerweise in dem Spiel. Also, siehst du, wie sie mich permanent hier verfolgen? Wieso ist die Tür hier offen? Hier waren wir schon drin, ne? Da waren wir schon, ja. Okay, ah! Oh, guck mal, er hat das jetzt... Oh, jetzt kommt der hinterher. Oh nein! Der nein! ist ja schon drin, genau, der ist ja drin, der ist ja drin. Oh, jetzt wird's schon mal gefährlich. Hat man denn irgendwo eine Lebensanzeige oder so? Also hast du irgendwo einen Energiebalken, dass du siehst, oder musst du dich immer nur an den Sachen orientieren, die gerade Phase sind? Da. Hier, das Ding musst du dann immer aufrufen. Ah, okay. Also wir sind okay. Wir sind okay, wir sind cool. Oh, jetzt sind da zwei noch drin. Sogar. Kann man mehrere Gegner gleichzeitig angreifen? Nee. Ja, doch. Oh doch, ja, aber Glück. Normalerweise bist du derbe im Arsch, wenn... Der steht nochmal auf. Ich bin total aus der Puste, siehst du hier rechts oben, weil das Schlagen, das halte ich halt auch nicht. Das muss wirklich sehr haushalten mit seinen Kräften. Okay, ich habe sie so ein bisschen abgehängt, jetzt bin ich leise. Scheiße, da kommt schon die nächste. Oh nein! Da war einer im Busch! Oh, hier sind überall welche! Oh! Alter, jetzt wird's aber heftig. Ja, das passiert. Okay. Oh oh. Oh, das, ja, das wirst du niemals überleben. Ich kann ja laufen, Mann. Das ist nur, meistens kommen dann halt noch mehr und dann hast du irgendwann einen riesen Zombie-Schwanz am Arsch. Und ja, es ist jetzt so ein bisschen wie bei DayZ, ne? Dass du irgendwann dann halt riesige Horden mitbringst. Ja. Das Ding ist, es gibt halt auch Survivor, den du begegnen kannst. Mit denen kannst du dich dann auch anfreunden. Ach so, es gibt also noch andere Spieler, die da rumlaufen. Also nee, NPCs. Ach so. NPCs. Es ist jetzt kein Online-Spiel. Das gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, ob Multiplayer. Ich finde das gut. Also ich bin echt mittlerweile ein bisschen von diesem ganzen MMO-Hype übersättigt. Ja, denke ich auch. Nicht jedes Spiel muss es zwangsweise haben. So, jetzt schnell mal hier rein. So, ist abgeschlossen. Ich hab wieder Durst. Ah! Oh, nee. Oh, shit! Oh. Ich versuche hier hinzukommen. Wird's langsam dunkel, 18 Uhr. Oh, er hat auch schon wieder Pferde aufgenommen.
Oh, viele. Viele, viele Zombies. Durch den Busch hier. Das ist eine offene Tür finden. Ist zu. Ich habe halt noch nichts. Du hast halt später, darauf läuft es dann am Ende drauf hinaus. Und das ist ein riesiges Haus. Da versuche ich hinzukommen. Ja, hier ist es reichen gegen wahrscheinlich. Es läuft dann drauf hinaus, dass du wirklich ganz, ganz viele Gegenstände und Materialien findest, die du dann, mit denen du dann craften kannst. Ach so. Dass du findest später eine Axt. Mit der Axt fällst du dann Bäume. Mhm. Mit den Logs, mit diesen Baumstämmen, die du dann aufsammelst, die zersägst du, baust dir Barrikaden, kannst Fenster verzimmern. Ich mag dieses Verbarrikadieren. Das ist viel zu selten in solchen Zombie-Spielen drinnen. Mhm. Oder wenn, dann nicht wirklich gut gelöst. Das ist ja auch so wirklich, was würdest du tun, wenn die Zombie-Apokalypse wirklich passieren würde? Alter, da würde man sich das Fass auf, ey. Da habe ich so gute Pläne. Ja. Nur so grob gesagt, die musst du jetzt ja nicht alle hier auspacken. Aber ich sag mal, wenn du wirklich, wenn man mal realistisch denkt, ich meine, das ist jetzt auch nicht ungefähr die realistischste Sache der Welt, aber man würde sich irgendwo verschanzen. Man würde jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen und im Wald umherstreifen und würde den ganzen Tag irgendwelche Zombies töten, sondern man würde sich irgendwo einen Platz aussuchen und würde sich da in einem Haus oder in einem Keller oder sowas, würde man sich verstecken und den zumachen und gut ist. Ja, bestimmt, total. Dann ist die Frage natürlich, wo machst du das? Ja. Da hast du zum Beispiel das Kaufhaus oder das Stadion oder sonst was. Oder nimmst ein ganz normales Haus. Mhm. Oh, der war zu dunkel. Fragst du dich, wo versteckst du ihn? Eher im Keller oder eher ganz oben? Mhm. Das sind viele fundamentale Fragen. Oder nimmst du, aktuell bin ich ja auf dem Trip, dass ich mir eine Yacht besorge und auf Wasser gehe und an der Küste entlang schepper, weil Zombies können ja bekanntermaßen nicht schwimmen. Und wenn ich was brauche, lege ich kurz an. Das war ja auch die Idee bei 28 Weeks Later dann. Ja? Haben die geklappt? Nee, bei 28 Days haben sie, wie war das denn nochmal? Die sind auf jeden Fall auch aufs Wasser gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da geändert hat. Ich habe das schon zu lange nicht mehr gesehen. Okay, so genius ist die Idee jetzt auch nicht, gebe ich zu. Ja, du suchst dir halt irgendeine unbewohnte Insel, wo keine Menschen drauf sind, die mutiert werden könnten. Aber du brauchst auch so ein bisschen die Zivilisation wegen Supplies. Du brauchst ja Essen und den ganzen Kram und Benzin. Ja, du brauchst Benzin eine unbewohnte Insel. Generator. Ja, also du brauchst was eine unbewohnte Insel, die halt nah am Festland ist, wo du halt schnell mal hinten rüberfahren kannst mit dem Boot. Aber Zombies gehen ja nicht ins Wasser. Das heißt, die kommen dir da nicht hinterhergeschwommen oder so. Ja. Guck mal, wo wir hier sind. Ist das ein Golfplatz? Oh shit, ich bin voll alle. Guck mal, es ist schon 20:30. Ich bin den ganzen Tag hier am Zombie flüchten. Ich habe keine Energie mehr. Stirbt ihr dann irgendwann auch oder was ist? Ja, also jetzt nicht vor Erschöpfung, aber irgendwann kann ich mich einfach nicht mehr vor den Zombies retten hier. Guck mal, ich kann schon nicht mehr schnell laufen. Was ist das? Wasser? Ich war noch nie am Wasser. Das sieht aus wie Wasser, ja. Es ist Wasser, hier ist das Ende. Ich will doch nur ein Haus. Jetzt wird das dunkel. Ach du Scheiße. Das wird jetzt aber richtig schwierig, ne, wenn es so dunkel ist. Ich bin hier, das bewegt sich sehr panisch hier nachts. Aber wenigstens sehe ich keine Zombies mehr. Das heißt zwar nicht, dass sie nicht da sind, aber ich fühle mich schon mal besser. Ja, und du kannst wieder rennen, also es geht auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen durstig, ich habe ja nichts dabei. Oh, Zivilisation, was ist das? Ich bin schon wieder klamm. Oh, es regnet ja gar nicht mehr. Vielleicht vor Schweiß. Hier ist so ein riesiger Parkplatz. Suchen wir uns mal ein schickes Haus. Jetzt hast du auch noch Hunger. Oh, jetzt shit. Wird alles schwierig. Ja. Mann, Mann, Mann. So zivilisiert ist das da alles gar nicht. Ah doch, da kommen wieder Häuser. Oh, ja. Ich dachte, das ist jetzt nur so ein Parking-Lot irgendwie. Ja. Für den Strand. Ja. Okay, ich sehe nichts. Da muss man jetzt auf die Ohren achten, ne? Weil man hört ja dann, wenn schon was. Ja, hier geht's auch schon. Hier müssen wir rein, ey, das ist doch. Komm, Tür bitte! Kannst du die nicht aufbrechen? Oder das. Oh, nee, da ist auch noch einer drin. Ach, das Fenster war aber auf. Zwei drin. Zwei drin? Ja, box die um. Komm, die machst du eben fertig. Ich geh erstmal hoch, vielleicht. Oh, shit, hier ist so dunkel. Ja, oben ist vielleicht kämpfen. Vertreppe, ich weiß nicht, ob das geht. Gucken, ob ich treffe. Oh, ja, geht, gut. Haha! Das ist schon mal gut.
So, der ist, glaube ich, auch weg. Das haben die doch von außen wohl nicht mitgekriegt, oder? Oder kommen die jetzt gleich reingeklettert? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das geht. So, guck mal, hier ist ein Schalter. Licht an, Licht aus. Okay, ich mache erstmal die Gardinen zu. Nee, wie geht das? Von außen? Ach, keine Ahnung. Schlafen? Ach, ich kann auch hier auf dem Boden schlafen. Oh nein. Ist das eine Leiche? Oder ist das... Das weiß man nie so genau. Komm schon. So, Dosensuppe. Guck mal, um die zu machen, brauchen wir erst einen Dosenöffner und so. Und dann später musst du das in den Topf füllen und dann musst du den Herd anmachen. Und wir trinken jetzt erstmal, weil wir sind durstig. Erstmal diese Grundbedürfnisse. Ja, trinken ist ja wohl am wichtigsten jetzt. Ja, okay, so, haben wir. Sag schon mal. Kühlschrank. Und jetzt müssen wir ja wohl auch irgendwo Klamotten gleich finden, oder? Zum Anziehen. Damit es nicht kalt wird. Ach, das passt schon. So kalt. Ich meine, wir sind hier irgendwo West Point. Da kannst du nachts auch mal oben ohne schlafen. Ja. Essen kurz eine Erdbeere. Ich kann auch das mal hier klicken, dann siehst du ein bisschen mehr, wie lange das Essen noch haltbar ist. Ach so, ich dachte, das ist, wie viel das bei dir wieder auffüllt. Aber du siehst, wie lange das noch haltbar ist. Das ist ganz witzig. So. Das ist nämlich auch bei der guten alten Zombie-Apokalypse so ein Thema, ne? Ja, klar. Essen herkriegen, weil du kannst natürlich im Supermarkt überleben, aber auch nur so ein paar Wochen. Genau. Weil da gibt es dann auch keine Kühlung mehr und so und irgendwann verschimmelt das da drin ja alles. Und ja, dann, stimmt. Ab dann kannst du quasi nur noch dir selber was anbauen und von Dosenzeug überleben. Hm. Guck mal, ich mach mal die Gardine zu. Jetzt ist es ganz dunkel. Dumme Idee. Scheiße! Oh Mist, das Glas kaputt gegangen. Ja. Ich lauf auf Couch. So, kaputt drümmern. Jawohl. Oh, gut, okay. Okay, ich muss hier schlafen jetzt schnell. Auf dem Tisch? Ja, auf dem Tisch. Anders geht's nicht. Ich trau mich nicht nach oben. Ich sehe da nichts. Da können Zombies irgendwo im Bad sein. Wenn ich die nicht sehe, bin ich gleich tot. Man muss jetzt läuft die Zeit ganz schnell. Genau, die Zeit läuft. Uns geht's gut. Wir sind ein bisschen panisch. Es ist kein ruhiger Schlaf, den wir da führen, neben den Zombie-Leichen. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. In einem fremden Haus. So. Und es ist wieder hell. Halb elf. Halb elf. Morgens. Aufstehen. Mal gucken. Oh, hier war der Lichtschalter. Machen wir mal. Halb elf morgens in Zombieland. Luft ist rein. Das hört sich aber nicht so an. Ich habe was gehört. Ja. Auch Schmerzpillen sind doch bestimmt ganz gut, oder? Vitamine. Antidepressiva. Lippenstift. Mega wichtig. Ja, und echt, du kannst das meiste auch tatsächlich dann am Ende kombinieren. Und das ist bei weitem noch nicht alles, was am Ende reinkommt. Ne? Das ist, wie gesagt, Alpha. Das ist, da wird es richtig viel zu kombinieren geben. Das wird echt lustig. Was haben wir hier immer noch mehr? Nee, keine Ahnung. So, was ist hier? Da ist das Schlafzimmer. Komm, die gute alte Knarre. Hatten wir Schuhe? Knarre? Wo ist eine Knarre? Ja, die muss doch im Nachtschrank, muss doch eine Knarre liegen. Ach so. Ja, hier meine, wir sind West da Point irgendwo. Sind die da ein bisschen pazifistischer vielleicht. Ja. Wenn da die Militärakademie ist, sind die da auf jeden Fall. Was ist hier, Kinderzimmer? Ein Jojo. Ein Jojo, keine Ahnung, was man damit machen kann. Soll ich es mal ausrüsten? Mit Kinderpullover? Zwei Stück? Ja. Na, Jojo ist vielleicht kannst du dann so in die Zombies rein. Na so, ja, okay. Okay, guck mal, ich habe das Laken hier vorgezogen. Ich mache das hier auch noch. Ah, jetzt ist diese Scheiß... Jetzt muss ich rotieren. Ey, wie geht denn das rotieren? Auf R, dachte ich. Komisch, kann ich nicht rotieren, aber irgendwie muss ich diese Vorhänge... Ich mache mal den Schrank auf, ne, weil der Schrank dahinter ist. Ja. Vorhänge so geht's so, doch, recht. Dennis. So, und jetzt kommt das Licht nämlich nicht raus und ich lock keine Zombies an. Wenn ich hier Licht anmache, hier ist wahrscheinlich der Lichtschalter dahinter. So, guck mal, jetzt lasse ich mal Licht hier an. Hier mache ich auch nochmal Vorhänge. Nee, da musst du erst Laken anbringen. Genau, weil das hier ist so ein, wie nennt man das, wenn da so Holzvorhänge draußen sind, Verschlag? Keine Ahnung. Und den muss jetzt auch zuziehen. Habe ich angebracht, nicht vergessen, den zuzuziehen. So. Aber warum können denn nicht diese Holzdinger vormachen? Ich meine, wofür sind die da? Ich weiß die sind nicht. Doch traditionell dafür da, dass man das Fenster richtig zumacht. Ja, es ist Alpha. Nehmen wir das als... Es ist eine Alpha. Nehmen wir das als Begründung. Okay, hier ist doof. Habe ich noch einen Laken? Nee, habe ich nicht. Guck mal, das ist jetzt aber ein bisschen eklig, ne? Also das als Haus, eigentlich will ich lieber ein hübsches... Ja, das ist eine nette Festung, die wir jetzt haben. Da vorne ist schon ein Fenster kaputt, da liegt schon ein Toter.
Aber wenigstens es steht da ein Flatscreen-TV. Wo? Da unten, vorm vorm Sofa. Da. Das da ist ein. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Thermostat, so eine Das Klimaanlage, die so raushängt. Okay. Das ist doch voll ein Fernseher, oder? Ja, der da steht. Total, klar. So, jetzt Mais oder Karotten oder Wassermelone? Ja, irgendwas, was nicht mehr so lange hält, ne? Die Möhren. Essen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es heißt, dass das bald abläuft oder ob das heißt, dass das bald abläuft. Was? Ja, ob das runter oder hoch geht. Genau. Hitze. Mal kurz überlegen, was hält länger? Wassermelone hält doch wahrscheinlich länger als Mais, ne? Ja, ich glaube, Mais geht ziemlich schnell down. Nee, eine Wassermelone geht schnell down. Nee. Dosenmais, der ist auf jeden Fall immer ganz schnell schlecht. Ja, wenn man den im Kühlschrank stehen hat, so, dann kann man den nur noch ein, zwei Tage benutzen. Ja. Danach kannst du den wegtun. Okay, essen wir Mais. Ich mag Mais sehr gerne. So. Coole Mucke für die Atmosphäre. Mhm. Oder ist der Shed hinten, hinterm Haus? Geil, haben wir einen Shed. Einen Kühlschrank. Oh, wir wollen an den Schrank da, weil da ist doch auf jeden Fall die doppelläufige Schrot drin. Ja, wenn nicht sogar dreiläufig. Komm, eine Axt oder so. Nichts! Und was ist denn jetzt so generell dein Ziel? Also wenn du jetzt überleben. Hier ewig weitermachen würdest. Das ist Sandbox-Style. Das ist jetzt tatsächlich kein großes Ziel. Das ist schon das Spiel. Ich muss versuchen, so lange wie möglich überleben. Ich habe jetzt einen Tag geschafft. Mhm. Und die Zombies nehmen auch zu, glaube ich. Irgendwann stehen riesige Horden hier rum. Nägel und Hammer! Hammer und Nägel! Guck mal, das ist auch eine gute Kombo, da kann ich doch irgendwas mitmachen. So, nimm alles. So, 12 Nägel und Hammer. So, und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Holzplanken hätte, die ich vorher sägen muss und davor choppen muss. Hm. Wie heißt das auf Deutsch? Fällen. Ja, schlagen, ja. Genau. Ja. Dann könnte ich damit so geile Zäune bauen. Was ist denn, wenn du dein Haus wirklich so verbarrikadierst? Da ist schon wieder einer. Wenn du jetzt Bretter vor deine Fenster machst und sowas alles, können die aufbrechen oder kannst du quasi dir so eine Festung bauen, wo die niemals reinkommen? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Aber das wäre ja auch ein bisschen doof. Ich glaube auch. Also ich gehe davon aus, dass diese Zombies die Bretter mit der Zeit kaputt machen können. Aber ich weiß nicht. Es dauert dann nur länger, als wenn sie ein Fenster einschlagen. Ja, ja. Na komm her. Immer vorsichtig sein. Man darf echt nicht. Mein Glück, dass sie so schnell down gehen. Mhm. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir auch jetzt momentan noch ganz fit sind. Aber der möchte ganz gerne was trinken. Ach, unser Kumpel will was trinken. Ja. Okay. Ist auch ein schönes Haus hier. Da ist schon wieder einer. Hier ist auch ruhiger, ne? Also hier ist so schöne. Hier hätten wir starten müssen. Du kannst ja mal wechseln auf den Hammer gleich. Das ist doch schön. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hat keiner gesehen. So, bauen. Ah, da ist es. Siehst du, guck mal, jetzt haben wir Hammer und Nägel. Ach so. Jetzt können wir eine Holztür bauen. Dazu brauchen wir aber noch Brett, 4 Stück, 4 Nägel, eine Türklinke und eine Türangel. Ja. 2 Stück. Türrahmen. Fensterrahmen, Treppe. Du kannst verschiedene Treppen bauen, einen Boden. Boden. Du bist ja auch noch Bauarbeiter, du kannst dir ein eigenes Haus schreinern, das so Sims-mäßig richtig einrichten. Ja, oder erweitern, also wie geil ist das? Während draußen super, die Zombies rumrennen. Und machst du dir die geilste? Eine Bar, du kannst dir eine Bar bauen. Barecke, ja? Ja. Wofür? Dann hängst du da mit dir selber ab und trinkst Scotch. Ey, das ist doch die logische ganz Konsequenz. Geil. Was machst du in der Zombie-Apokalypse? Du sitzt in der Ecke und besäufst dich. Was willst du machen? Als dein einziger Fernseher Überlebender. Geht ja auch nur, solange dein Sprit hält. So, Fernseher ne? geht nicht, stimmt. Total. Das Interwebs ist dann auch nicht mehr da? Ja. Stell mal vor, das Internet fällt dann aus, Alter. Ja. Dennis, was machen wir denn dann? Keine Ahnung. Vielleicht solltest du dir das vorher schnell auf DVD kaufen. Ja. Stimmt. Es gibt doch diese AOL-CDs von früher, da müsste man die wieder auspacken. Das Internet drauf? Da war doch immer das Internet drauf. Ach so, okay. Die lagen doch früher immer so bei den alten Zeitschriften dabei. In der Fernsehzeitung waren die früher immer. Diese AOL- und Yahoo-CDs und so. Ey, was man da alles bauen kann, ist ja echt super. Ich will mal den Hammer ausrüsten, meinst du, ne? Ja. Der sieht doch bestimmt auch stylischer aus in der Hand noch. Ist das eigentlich auch eine Waffe? Ja, gilt auch als Waffe. Primär ausgerüstet. Guck mal, ich kann halt auch sekundär. Oh, ja. Ich kann halt irgendwie in der anderen Hand jetzt auch was führen. Ja, du bist wie so ein Barbar von Diablo. Du hast dann so zwei Waffen in der Hand.
Wobei das jetzt, glaube ich, nicht zwangsläufig für Waffen gilt. Du kannst halt auch, ne, Werkzeuge oder andere Sachen in der Hand tragen. Also was wie Hammer und Nagel, ne, dann wahrscheinlich. Ja, genau. Oder ein Regenschirm, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es erst eine Stunde gespielt oder so. Und es gibt da sehr viele YouTube-Videos, wie Leute das spielen. Habe ich mir mal eins angeguckt. Da waren wir doch eben schon. Ah, stimmt, da waren wir schon. Guck mal, da haben wir, haben wir als Guide dabei. Aber das ist so eine coole Area, oder? Ja. Also hier ist ruhig, hier ist viel zu essen, wenn im einen Haus was nicht... Ich könnte mir das vorstellen, dass... Oh, shit. So, da wollen wir mal gucken, was der Hammer so bringt. Und zack. Und schön, und drauf. Ah, er ist aber effektiv. Ich könnte mir das vorstellen, was hier so dann den Zaun zu ziehen. Nach da? Ja. Und irgendwie dann hier so und da, dann habe ich hier so seinen Innenhof. Hast du so ein richtiges Fort? Genau, so ein Fort. Ja. Vielleicht ziehen wir das auch noch mit ein oder expandieren eines Tages nach darüber oder nach da. Und dann baust du deine eigene Siedlung. Wie hieß die nochmal bei Walking Dead? Die der Governor und seine Leute gebaut haben? Ich weiß gar nicht mehr. Puh, keine Ahnung, wie die hieß. Aber du hast es gesehen, oder? Ja, ich habe es gesehen. Das war die Staffel, wo ich den Schluss gemacht habe. Diese Kleinstadt haben die dann doch und ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich hasse so Walking Dead. Gerade die zweite Staffel. Wo sie die ganze Staffel auf dieser scheiß Farm sind. Und die Story besteht die ganze Zeit aus diesem Love Triangle zwischen diesen zwei Typen und der einen Alten, die sich gegenseitig gerne bumsen würden. Es ist unmöglich, es ist eine fucking Zombie. Ich könnte mich da so drüber aufregen. Und am Ende bringen sie sich halt gegenseitig um. Oh, Spoiler. Spoiler! Ja, ja. Ihr habt die zweite Staffel von Walking Dead noch nicht gesehen? Jetzt müsst ihr es auch nicht mehr. Wunderbar. Okay, sind wir hier, er schlägt wieder, das müssen wir mal hier diese Soundquelle ausschalten. Hm. Der war aber schnell. Oh, siehst du, und er geht nicht down? Halt doch. Na, der war ein bisschen breiter gebaut, der Bengel. Sehr gut. Was mit der Aber Mülltonne darfst du bestimmt nicht gegenlaufen, oder? Sonst, und die machen doch bestimmt so Geräusche, oder? Nee, doch nicht. Nö, ich glaube, so physikmäßig ist das Spiel jetzt nicht so weit vorne. Ja, aber ich dachte, wenn du jetzt in die Nähe kommst, dass es dann ein Geräusch macht. Die Zombies können ja auch an dem Fenster ein Geräusch machen. Alpha! Genau. Kann auch immer schnell mal einer hinter der Tür sein. Also hier sieht es aber ganz schön dreckig aus, ne? Ja, das ist ja total die Absteige. Ja, das stimmt. Ich mach mal Licht an. Also das wollen wir dann doch nicht mit in das Fort einbeziehen. Ja. Dann das fackeln wir lieber ab. Kann man so Häuser anzünden? Feuer habe ich so in der Form noch nicht gesehen im Spiel. Ich mach mal die Tür zu. Guck mal, 18:40. Es wird jetzt schon wieder dunkler. Oh, und jetzt müssen wir hier abhängen. Hier hat ja einer aus Versehen an die Wand gekotet. Küche, yes. Mal gucken. Wir haben auch schon wieder Durst. Trinken wir erstmal einen Schluck. Ich weiß auch nicht, wie lange das Wasser noch funktioniert. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass eines Tages auch diese Wasserversorgung hier versiegt. Okay. Kann ich den einschalten, dann kann ich da kochen. Mal gucken, haben wir hier einen Dosenöffner oder so? Gabel, Löffel? Nee. Päckchen mit Kartoffeln. Du kannst das auch selber anbauen. Siehst du, das hier sind Kartoffelsamen. Nimm ich mal mit. Ah. Im Kühlschrank. Boah, das ist aber... Ey, das hört sich aber mal sowas von komplex an. Ja, ja. Du, es ist schon fast 20 Uhr. Ich gehe jetzt noch einmal ums Haus, um hier das da zu checken. Immer auf dieses Geräusch warten. Dann sind sie, glaube ich, weg. Oh. Und ich gehe noch einmal rum, ob die Luft rein ist, ums Haus. Und dann schlafen wir da die zweite Nacht. Sind ein bisschen besser auch. Wir haben jetzt einen neuen Hammer. Und gucken gleich mal auf unsere Attribute. Die dürften sich auch minimal verbessert haben. Ach, das verbessert sich dann automatisch, oder was? Genau, das ist... The more you benutze it, the better you get. Oh, yes, yes. Nee, wir haben eine Tür schon. Ja, wir brauchen das als Holz. Und wo war das Schlafzimmer? Hier, ne? Wir gucken mal unsere Attribute an. Die werden jetzt minimal. Da siehst du. Okay. Mit stumpfen Waffen. Aber doch mehr als ich dachte. Wir haben auch schon ordentlich gerockert, das stimmt. Mehr als ich es wollte eigentlich. Und Sprinten haben wir hier. 4 Punkte. Den nächsten Level kriegen wir über 100. Also es ist, ne? Wir sind aber auch wenig gesprintet. Leichtfüßig, wir sind wenig geschlichen. Da gibt es auch eine Taste für. Frag mich gerade nicht, welche. Also wenn man normal läuft, verbessert man da nichts. Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie vielleicht. Ach, weiß ich nicht. Es hört sich ja so an, als würde man nur für die Special-Läufe quasi was bekommen. Du magst recht haben. Kochen, Landwirtschaft, Tischlerei. Ja. Guck mal, das sind denn so die drei Crafting-Sachen. Ja. Und
Jetzt gehen wir mal kurz schlafen. Schön früh. Ja, 2040, da kann man schon mal ins Bett gehen, ne? Wenn draußen, ja. Wenn da draußen nur der Zombie wartet, dann hat man auch nichts anderes zu tun. Oh, warte, guck mal, ich bin noch hungrig. Gehen wir nicht hungrig ins Bett? Nee. Nee, das ist nicht gut. Was haben wir denn da Leckeres? Jetzt gibt es ein Gourmet-Essen. Na, was essen wir? Du bist ja Veganer, ne? Ja, also. Okay, also Meat. Ich würde da zum Brot greifen, ja, aber. Ein Brot. Aber du kannst auch den Lachs. Warum denn nicht den Lachs? Der läuft sonst bestimmt bald ab. Wie die Wasserflasche. Guck mal, wahrscheinlich heißt das, wenn Wasser so grün ist, heißt es wahrscheinlich, es ist lange haltbar, ne? Ja, okay. Also das ist wahrscheinlich wirklich. Guck mal, das Eis ist nämlich am kürzesten haltbar, was natürlich irgendwie auch keinen Sinn macht. Guck mal, wir geben auch verschieden. Das Eis gibt nur 15, das 40. Was steht da? Gefährlich, wenn ungekocht. Ah ja. Guck mal, das müssen wir dann kochen, da müssen wir ja erst einen Topf finden. Ja, der Lachs auch. Auch. Also müssen wir zum Speiseeis greifen. Das ist auch gefährlich. Ist auch gefährlich, wenn er kocht oder was. Aber war ein Witz, ha, jetzt verstehe ich. Das hält wahrscheinlich nicht mehr so lange, weil das Eisfach wahrscheinlich aus ist, ne? Oder. Aber Licht haben wir auch. Stimmt, der Kühlschrank geht so an sich ja wahrscheinlich auch. Vielleicht ist es auch eines Tages so, dass der Strom dann weg ist. Kann ich mir gut vorstellen bei dem Spiel. So, ich mache noch die Tür zu hier. Also, ach. Sicher ist sicher. Hier würde ich gerne einen Laken vormachen. Aber machen wir jetzt nicht, oder? Nee, wir haben ja kein Licht da drin an, oder? Also warum sollten die denken, dass wir da drin sind? Genau, mach das Licht einfach aus. Ja, aber ich fühle mich schon sicherer dann. Weißt du, ich will nicht nachts aufwachen und dann glotzen mir die Zombies rein. Und die stehen schon neben deinem Bett. Und gucken schon mal so. Oh. Leeres Notizbuch. Buch. Lesen. Ja, da wissen Sie, man kann, es kann auch langweilig sein. Hier, schläfrig. Ach so. Okay, dann gehen wir erstmal schlafen. Was ist denn, liest du das dann wirklich? Also stehen da wirklich Sachen? Weiß ich jetzt gerade nicht genau. So, schlafen. Ja, okay, kurz warten. Ich weiß nicht, ob man was hört auch beim Schlafen. Musik. Ja. Gerade. Wie gefällt es dir bis jetzt? Ist das was für dich? Also ich find's cool. Ja, es ist zwar so ein bisschen, manche mögen es vielleicht langweilig finden, weil nicht so viel passiert, aber wenn man es selber spielt, wenn man so selber dabei ist und sich das anguckt, dann sieht es echt witzig aus, weil man eben so viele Möglichkeiten hat. Ja, finde ich auch. Finde es ganz interessant. Mir fehlt ein bisschen das Ziel auch, es ist zu Sandbox. Man muss ja, irgendwie, das hat mich eben auch gestört. Mhm. Aber die Story ist eigentlich nur das Tutorial. Da startet man nämlich in einem Haus und da hast du, glaube ich, auch deine Frau, die dann da liegt, tot ist und mit Drama. Na, und, so richtig den Klassiker. Ja, und das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn es ähnlich wie bei State of Decay. Hm? Das ist ja auch das große Sandbox-Ding, aber du kannst, wenn du willst, oder auch GTA, das kennt vielleicht mehr, du kannst machen, was du willst, aber wenn du Lust hast, hast du Bock auf Story, machst du Story. Aber es ist hier jetzt nicht so. Nee, ich glaube, hier gibt es das noch nicht. Also du triffst manchmal Leute, das ist alles so. Was wollte ich? Ich wollte das Buch lesen und gucken, was passiert. Naja, auf der anderen Seite ist es ja nur realistisch, ne? Wenn, stimmen, wir gehen jetzt mal wieder von der guten alten Zombie-Apokalypse aus, würde es dann eine Story geben? Was macht dann jeder? Da ist nur every man for himself und jeder möchte überleben. Ja, du hast recht. Ich habe gerade das Buch gelesen, es ist nur der Balken hochgegangen. Ja. Ja, sicher. Es gibt da im Prinzip keine Story. Aber wer sagt denn, dass Videospiele halt denn so sein müssen? Dazu sind sie ja da, um die Sachen cooler zu machen, die cooler sein können. Genau. Ja gut, also vielleicht würde schon sowas fehlen wie erreiche die Küste in so und so vielen Tagen und fahre mit dem Boot irgendwo hin. Also Zwischenmission. Ja genau, baue ein Boot oder so, dass das die übergeordnete Dings ist. Und für ein Boot aber brauchst du erstmal 1000 Ressourcen. Genau. So, ne? Und irgendwie ein Motor. Und find erstmal einen Motor, den gibt's hier nicht. Da musst du erst, was weiß ich, machen. Keine Ahnung, eine andere Stadt. Oder das aus einzelnen Teilen zusammenlegen. Und da musst du erst das Buch finden, Motor Digest oder sowas. Ja, genau. Damit du dann Ahnung davon hast. Das ist schon ganz nett. Okay, es ist morgens um 7. Wir sind früh aufgestanden. Zombies sind auch alle noch recht müde. Hier. Die Zombies sind recht müde. Ja. Die sind alle noch nicht so auf der Höhe. Ja. Die sind noch keinen Kaffee gehabt. Oh shit. Aber hier ist auch wieder diese schmutzigere Gegend, ne? Die Häuser sehen auch so ein bisschen abgewrackt aus von außen. Ja, hier, ne? Und, ja. Schon schöne Schlaglöcher. Oh, hier, Zombie im lila Pullover. Gib uns dein Pullover!
Ich will deine Schuhe, deine Hose. Das ist mir gerade auch eingefallen. Oh nein! Jetzt bin ich jetzt komme ich ja auch nicht weg, weil die mich festhalten. Guck mal, das war mein Blut. Ich blute. Sie das so schnell geht. Oh nein, der nächste. Fuck, was ist los? Geringfügige Blutung. Geringfügig. Okay, ich bin nicht mehr so panisch. Also trotzdem ist es scheiße. Knochenbruch? Geringfügig verletzt. Geringfügig. Oh, ist denn der hinter mir? Oh, das war aber natürlich laut, ne? Aber so machen wir das. Jetzt können wir nämlich cool. Das ist hier wie nämlich. Vorhänge entfernen. Kann ich mitnehmen oder was? Das ist auch neu, oder? Öffnen, dann kann ich hier rüber abhauen. Das ist der Trick 17. Durchs Haus. Raffen die Zombies nicht, die warten jetzt alle hier. Merkt ihr das, wenn sie ausbricht, die Zombie-Apokalypse? Huh? Oh. Kümmern wir uns um den. Oh, daneben gehauen ist. Müssen wir jetzt uns auch. Der ist aber hartnäckig. Komm, Mann, kaputt. Sehr gut. Oh, shit, da kommt der nächste. Alles cool. Oh, fuck! Oh, yes. Jetzt geht's ab. Und er strafed so ganz locker da weg. Ja, wenn wir laufen, kommt noch mehr. Das ist einfach Disziplin. Hoffentlich haben die es nicht gesehen, wo du hin bist. Ja, ne, hoffentlich haben die es nicht. Ja, es ist auf jeden Fall kein Spiel für Leute mit Paranoia irgendwie. Nee. Weil da hinter jeder Ecke irgendwas stehen könnte und du weißt nie wirklich, wann was passiert. Aufgewühlt sind wir. Geringfügige Blutung, ein Verband ist nötig. Etwas panisch, versuche du blutest auch schon, du hinterlässt schon so eine Suppenspur. Oh ja, scheiße, ich blute. Oh, fuck. Wir gucken mal kurz. Hatten wir nicht was zerrissen? Ja, wir haben noch dieses eine Laken zerrissen. Genau, wir haben Bandage. Nämlich anlegen. Vorsicht, schnell, da kommt einer. Oh, ich weiß nicht wo. Oh, shit. Hast du es gesehen, wie das geblinkt hat? Ja, wir sind am Penis sind wir getroffen. Ja, ne? Ja. Das ist eine akute Penisverletzung. Hoffentlich nichts Ernstes. Wir wissen zwar noch nicht, wie wir uns fortpflanzen, aber dass wir es gerne würden. Ja. Vielleicht kann man da noch was retten. Ja. Ein bisschen. Oh shit, jetzt muss ich laufen, ein bisschen rauszoomen sehen. Aber du darfst jetzt nicht wieder da oben in den Wald rein. Das ist doch irgendwie. Das sind doch bestimmt auch Zombies und da ist ja nichts. Sind wir tot? Hä? Das war's, ja. Wir sind tot. Die Verletzung haben wir unterschätzt. Wir haben ja stark geblutet. Nee, geringfügig. Aber zu lange wahrscheinlich, über ein paar Stunden. Ja, ja. Also, du hast jetzt nicht mal den Screen, dass da irgendwie steht, du bist das tot. Ist einfach. Also, das ist, also es kommt bestimmt auch irgendwie. Ja. Aber jetzt ist vorbei, ja. Ich weiß nicht, ich war. So, was passiert? Alles aus. Ja. Okay. So. Also, guter Abschluss. Ich weiß auch gar nicht, wie wir in der Zeit sind oder so. Ja. Und das war Project Zomboid. Und leider. Wir sind ganz gut in der Zeit. Ja? Ja. Leider sind wir nicht dazu gekommen, uns noch ein bisschen zu verbarrikadieren. Das hätte ich gerne noch gezeigt. Aber es ist witzig. Ja, also man kann sich das vorstellen, was da noch so passieren kann. Denke ich auch. Jede Menge. Mir fehlt noch ein bisschen was, wie gesagt, das Ziel. Und es ist mir noch zu Alpha. Es ist noch sehr, sehr holzig alles. Ne? Es passiert auch noch nichts. Also, ne? Es muss noch mehr NPCs geben, dass du, also später kannst du wirklich gut mit denen interagieren. Dann kannst du dich deiner Party anschließen und dein Haus bewachen oder sowas. Ne? Es kann dann auch sein, dass sie dich beklauen. Kommt ganz auf deren Charakter an. Also, da steckt einiges drin. Und das sollte man im Auge behalten, besonders wenn man Zombies so mag wie ich. Ja. Ne? Und ich glaube, dir hat es auch gefallen. Zumindest hast du den Eindruck vermittelt. Ja. Ja, ich fand es echt witzig. Also es ist mal vor allem auch diese Sicht. Es ist eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Spielweise, als wenn du jetzt diese Ego-Sicht hast, in der jetzt die ganzen Survival-Horror-Zombie, was auch immer Spiele sind. Ja. Ich mag auch die Optik, diesen Style, dieses 16-Bit will ich es jetzt nicht nennen, aber diesen alten, Anfang der 90er Grafik, in dem man sich noch viel selbst vorstellen muss. Diese ISO-Perspektive, die nicht drehbar ist und so einfach nur. Eigentlich ist es drehbar. Ich war nur zu blöd, die richtige Taste zu finden. Aber es ist ja wahrscheinlich nur so in vier Stufen. Genau. Und das Zoom, dass das so smooth ist, analog.
Das hat mich gewundert. Das hätte ich auch erwartet, dass es zack, zack, zack in 3 Stufen geht. Aber ja, wollen wir noch weiter über das Spiel quatschen? Hast du noch eine Frage, irgendwas? Nö, das war ja alles ziemlich selbsterklärend irgendwie. Denke ich auch. Ja. Schaut bei Steam vorbei, da gibt es das genau. Ganze. Oder auf der Homepage, dann könnt ihr das unterstützen. Was schreiben sie da zu Dean Hall? DayZ Creator was everywhere. Das ist jetzt so, von DayZ, der Dean Hall, ne? Ja, ja. Mhm. Ach so, das sind ja einfach nur News gerade von Rock Paper Shotgun. Sehe ich gerade. Aber die müssen eigentlich im Kontext zu Project Zomboid stehen. Mhm. Vielleicht ist da irgendwie ein Artikel-Hash oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber jawohl, vielen Dank für deine Gesellschaft in dieser Zombie-Apokalypse. Das wäre hier auch ein geiler Raum, oder? Ja, der wäre genau richtig dafür. Das ist auch schon alles verrammelt. Ja, das stimmt. Das ist, ihr seht das nicht. Ich zeige es einmal ganz kurz als abschließendes kleines Feature. Ja. Unseren kleinen Zombie-Raum hier unten. Magst du die Leute kurz einmal rumführen? Ja. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hier haben wir die tolle Zombie-Couch, die auch als Schlafgelegenheit für bis zu 2 Personen dienen kann. Dann haben wir da drüben die Tür, die sich mit ein paar Brettern ganz leicht verschließen lässt. Da vorne haben wir das Fenster, das ist bereits verschlossen. Da kommt also nichts durch. Es ist wirklich robuste Styroporpanzerung. An der Höhe des Fensters nichts. Kann man auch erkennen, dass wir tatsächlich im Keller sind. Und stell dich einfach mal gerade hin, um zu zeigen, wie tief die Decken genau. sind. Und ich bin nicht 2,10 Meter groß, aber diese Decken sind schon relativ niedrig. Tatsache. Es wäre ein super Spaß, hier gegen die Zombies antreten zu müssen. Ja, vor allem, wenn die dann erstmal drin sind, dann wird's auch witzig. Alles klar, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Leute. Dankeschön. Krasser Übergang.